Mit seinem berühmten Zigeunerbaron brachte der Walzerkönig Johann Strauss im Jahre 1885 ein damaliges zentrales Thema auf die Bühne. Hunderte Jahre später inszeniert unter anderem der britische Regisseur Sam Brown das Stück neu und führt es im Stadttheater Klagenfurt auf. Schauplatz: ein Hotel am Wörthersee in den 80er Jahren. Well, we had the idea to set it in a hotel in Klagenfurt because Also, ich hatte die Idee, das Stück in einem Hotel in Klagenfurt spielen zu lassen. Es geht im Zigeunerbaron ja bekanntlich um Zigeuner, beziehungsweise auch um die Beziehungen und Spannungen zwischen Österreichern und Ungarn. Nachdem die Originalfassung ziemlich rassistische Ressentiments zeigt, muss man gut überlegen, wie die Geschichte der Zigeuner am besten erzählt wird, wie man sich diesem Thema am besten annähert. Die erste Frage ist also, wer sollen die Zigeuner sein und wie sollen sie am Ende ihre Freiheit gewinnen? Ich beschloss also, dass Reinigungskräfte und Kellner die Zigeuner verkörpern. Die Gäste sind Österreicher. Schwungvoll inszeniert versucht man, die Klischees der 80er auf ironische Art zum Ausdruck zu bringen. Fehlen darf da natürlich eine klassische Wörthersee-Blondine nicht. Ja. Na, also ich bin quasi die Paris Hilton der 80er Jahre, kann man sich vorstellen. Die Tochter des Hotelbesitzers, die das Ganze auch dann, oder des Hotelmanagers, muss man sagen, die das Ganze dann übernehmen soll. Und sie ist schon eine ziemliche Blondine, eingebildet und hat auch schon diverse Schönheits-OPs hinter sich, damit sie über 10 Jahre lang dann eben Miss Wörthersee sein kann. Der eigentliche Schwermut der Zigeuner im Stück weicht hier einer charmanten Leichtigkeit, auch was die Rolle des Zigeunerbarons Sándor Barinkay betrifft. Ja, ich muss dir so sagen, dieses Mal ist es viel, es macht mehr Spaß natürlich, weil das Ganze ist viel lockerer und ist nicht so ernst gemeint auch. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass das Ganze nicht mit Krieg zu tun hat und wir haben unser Spaß und das Leben hat eh so viele negative Sachen manchmal auf viele Seiten, wenn man Politik heutzutage im Fernsehen anschaut oder Zeitungen liest, ist immer alles negativ. Und das finde ich sogar gar nicht so schlecht. Ich finde es persönlich sehr schön, dass man einmal, man spielt was, ist alles lustig und damit auch die Leute Freude haben. Was würde Johann Strauss wohl dazu sagen? Es waren natürlich andere Zeiten damals, ja. Und er würde wahrscheinlich auch lachen. Bis Februar 2013 ist der Zigeunerbaron im Klagenfurter Stadttheater noch zu sehen.